Sir, der Wagen ist hier von der Straße abgekommen. Man kann sehr deutlich die Reifenspuren sehen. Ist das hier nicht eine zweite Reifenspur? Nein, Sir, die zweite Reifenspur ist hier. Sie stammt von einem größeren, schwereren Wagen. Aber das brauche ich Ihnen ja nicht zu sagen, Sir. Doch, bitte sagen Sie es mir. Es war der kleinere Wagen, der in die Schlucht gestürzt ist. Hier, ich zeige Ihnen den schnellsten Weg nach unten. Aber ich habe was Anständiges gelernt. Das hier ist also der Wagen, Sir. Der besagte Wagen ist ein Jaguar, eingetragen auf besagte Person aus der Vermisstenmeldung der letzten Nacht, Anthony Goodland. Männlich, weiß, wohnhaft Hightower Road 11. Der besagte Wagen wurde vor etwa einer Stunde von zwei Jugendlichen entdeckt, die auf dem Weg zur Schule waren. Wollen Sie Ihren Namen, Inspektor? Was? Wer? Bitte? Die Jugendlichen, Sir. Ich habe Ihre Namen hier notiert. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ja, Sir. Ein Bodenfeuchtigkeitstest unter besagtem Fahrzeug ergab erhebliche Reste von Tau. Woraus sich schließen lässt, dass das besagte Fahrzeug schon seit der letzten Nacht hier liegt. Diese Annahme wird durch die elektrische Uhr am Armaturenbrett untermauert. Sie blieb genau um 0.18 Uhr stehen. Im Fenster auf der Fahrerseite ein Einschussloch, aber kein Blut. Das deutet darauf hin, dass niemand verletzt wurde. Das Geschoss blieb in der Lehne des Beifahrersitzes stecken. Licht und Zündung ausgeschaltet, Handbremse gelöst. Wissen Sie, Sir, Ihnen brauche ich sicher nicht zu sagen, was daraus zu folgern ist. Zu folgern? Sagen Sie es mir bitte. Also, ich sehe das so, Sir. Mr. Goodland wurde durch den Schuss in das Seitenfenster gezwungen, anzuhalten und auszusteigen. Und dann wurde der Wagen hinuntergestürzt. Dies sollte die Tatsache verdecken, dass er von einer oder mehreren Personen entführt wurde. Deckt sich das mit Ihren Gedanken, Sir? Ach, ich dachte gerade, haben Sie einen Namen? Oh, es tut mir furchtbar leid, Sir. Detective Sergeant Frederick Wilson, Sir. Bitte verzeihen Sie meine Unhöflichkeit. Aber ich bitte Sie, schon gut. Ein Jahr bei der Mordkommission, 2 Jahre höhere Polizeischule Berkeley, zurückversetzt zur Mordkommission seit 6. Juli. Aha. Sie scheinen ein sehr tüchtiger Beamter zu sein, das sehe ich schon. Danke, Sir. Mit Genehmigung von Captain Ritchie darf ich jetzt mit Ihnen zusammenarbeiten, Sir. Zusammenarbeit mit mir? Oh, ich hoffe, dass das für Sie akzeptabel ist, Sir. Captain Ritchie sagte, Sie wären in der Mordkommission so etwas wie eine Legende geworden. Captain Ritchie hat das gesagt? Ja, natürlich, das hat er. Oh. Okay. Ich frage mich, warum er das gesagt hat. Was haben Sie gesagt, Sir? Captain Ritchie, er hat das gesagt? Das über Sie? Ja, sogar sehr oft, Sir. Ich möchte wissen, warum er das gesagt hat. Vielen Dank. Ich danke. Würden Sie diese Kugel so schnell wie möglich ins Labor bringen lassen? Ja, natürlich. Dieser Goodland hat doch eine Frau. Ist sie schon benachrichtigt? Nein, ich wollte lieber warten, bis Sie Ihren vorläufigen Bericht gemacht haben, Sir. Ah ja, sehr gut. Sergeant, Sie bleiben doch sicher noch eine Weile hier. Vielleicht finden Sie noch irgendwelche Beweisstücke. Etwas, das uns weiterhilft. Ja, ganz gut. Würden Sie das tun? Oh ja, natürlich, Sir. Vielen Dank. Inspektor. Ja? Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen, dass Ihnen Captain Ritchie ausgerechnet mich zugeteilt hat. Ich meine, ich stelle jetzt fest, dass man Sie vorher nicht gefragt hat und deswegen... Nein, Freddy, das ist schon in Ordnung. Captain Ritchie ist ein ausgezeichneter Vorgesetzter und der wird Sie mir geschickt haben, damit ich moderne Techniken kennenlerne. Ich schätze das sehr. Ich werde den langsameren Weg zurück. Natürlich, Sir. Ja, ich muss sagen, Catherine, unser Kidnapper, wer immer das auch ist, ist ganz und gar nicht unbescheiden. Er verlangt ein Lösegeld von $300.000. Ich könnte mir vorstellen, dass es Wochen gibt, wo selbst du nicht so viel Geld ausgibst. Jarvis, kannst du nicht endlich mal damit aufhören? Auch wenn wir unsere persönliche Zuneigung einmal beiseite lassen, musst du dir doch darüber klar sein, dass meine Situation so ist, dass ich zu dieser Riesensumme keinen Penny beitragen kann. Obwohl ich durchaus Schwächen für verschwenderische Frauen habe. Ach, halt endlich den Mund, Jarvis. Mrs. Goodland? Ja? Polizei, Inspektor Columbo. Ja? Haben Sie was dagegen, wenn ich reinkomme? Aber ich habe Ihren Leuten doch schon alles erzählt, Inspektor. Sogar dreimal. Würden Sie mich bitte entschuldigen, ich habe Besuch. Hören Sie, diesmal haben wir Ihnen etwas zu erzählen. Ach so. Ja, bitte, kommen Sie herein. Das ist Inspektor... Columbo. Schönen guten Tag, Sir. Das ist Jarvis Goodland, Tonys Onkel. Sie haben uns etwas zu sagen, Inspektor? Ja, Sir. Tut mir leid, Mrs. Goodland. Wir haben den Wagen Ihres Mannes gefunden in einer Schlucht neben der Middle Cross Road. Der Wagen sieht schlimm aus, haben wir festgestellt. Immerhin ist die Schlucht sehr tief und sehr steil. Und was noch schlimmer ist,
In dem Fenster auf der Fahrerseite ist ein Einschussloch. Wussten Sie das schon? Nein. Oh, ja, wissen Sie, dann scheint es mir, wenn jemand reinplatzt und meiner Frau erzählt, dass man meinen Wagen in einer Schlucht gefunden hätte mit einem Einschussloch. Wissen Sie, ich glaube, dann hätte sie gefragt, ob ich in dem Wagen war, ob ich tot bin oder lebe oder irgend sowas. Sie haben ganz recht, Inspektor. Wir wissen einiges von dem, was Sie uns erzählen. Jarvis! Es ist immer besser, die Wahrheit zu sagen, mein Schatz, besonders der Polizei. Jarvis, überlass das bitte mir. Inspektor, ich habe gerade von Tony einen Brief erhalten. Es geht ihm ganz ausgezeichnet, wirklich. Und wie viel wird das Lösegeld verlangt, Ma'am? Sie wissen es also schon. Nein, nein, nein. Nein, ist das ein Aschenbecher? Ma'am, Briefe an Ehefrauen oder Verwandte, in denen steht, dass man nicht mit der Polizei sprechen darf, haben häufig mit Entführungen zu tun. Ich meine, wissen Sie die Art, wie Sie mich eben nicht ins Haus lassen wollten? An der Tür da drüben, da. Ich habe die Angewohnheit, auf alles zu achten. Das geht bei mir ganz automatisch. Darf ich den Brief mal sehen? Sie dürfen nicht. Wir werden ausdrücklich aufgefordert, unter gar keinen Umständen die Polizei zu benachrichtigen. Mrs. Goodwin, ich werde nichts tun, was das Leben Ihres Mannes gefährdet. Aber dies ist ein Verbrechen. Und daher Sache der Polizei. Aber ich habe den Brief nicht mehr. Er ist bei Mr. Jameson von der Golden West Bank. Er soll prüfen, ob es Tonys Handschrift ist, und er wird alles Nötige veranlassen. Catherine, ich glaube, du solltest etwas entgegenkommender sein. In dem Brief werden $300,000 in kleinen, gebrauchten, unmarkierten Scheinen gefordert. $300,000? Das ist eine Menge Geld. Ich meine, wenn Sie mir die Frage erlauben, haben Sie denn so viel? Hm? Nein, natürlich nicht. Aber Tony hat einen Treuhandfonds. Und wenn es sich um einen Notfall wie diesen handelt, dann... der Treuhandfonds. Deswegen wolltest du mich also hier haben. Du hättest mir doch nie geholfen, das Geld auf andere Weise aufzubringen, Jarvis. Tut mir leid, ich verstehe nicht ganz, was ist mit diesem Treuhandfonds? Wissen Sie, ich bin der Mitverwalter des Fonds neben der Bank. Tonys Vater hat ihn damals für ihn eingerichtet. Und du, verehrte Catherine, solltest am besten wissen, dass viele Klauseln eingebaut sind, um Tony vor seinen eigenen Schwächen zu bewahren. Und vor verschwenderischen Ehefrauen. Ja, Jarvis, das weiß ich. Aber Mr. Jameson sagte mir vorhin am Telefon, dass es eine Klausel für den Notfall gibt, für Probleme wie dies eins ist. Ja, das ist richtig. Sie können das Geld besorgen. Ich meine, Sie kommen an ihn voran. Mann, dann hätten Sie ja richtig Glück. Wenn die Bank Tonys Brief als echt anerkennt. Und wenn auch ich mich für eine Auszahlung entscheide. Es ist völlig unnötig, dass du mich so böse anstarrst. Meinst du, ich könnte Tony im Stich lassen? Ich rede auf der Stelle mit Jameson. Oh, Sir, seien Sie bitte vorsichtig mit den Fingerabdrücken. Wir könnten Ihnen bei der Prüfung des Briefes helfen. Ich schicke Ihnen einfach jemanden aus dem Labor in die Bank. Warum tun Sie es nicht? Ganz der freundliche Onkel Jarvis. Hä? Oh, wissen Sie... Jeder ist ein bisschen überdreht in so einer Situation. Ich verstehe das ganz gut. Und Mrs. Goodland, glauben Sie mir, ich weiß, dass Ihnen diese Sache nahe geht, aber seien Sie ganz sicher. Wir werden uns da nicht einmischen, nur helfen. Ich habe die Haustür gehört. Ich dachte, du wärst allein. Und wer sind Sie? Noch ein Polizist? Ja, Inspektor Columbo. Ken Nichols. Ein Freund der Familie. Guten Tag, Sir. Hey. Müde siehst du aus. Du gehst am besten wieder nach oben und legst dir ein bisschen hin. Ich spiele hier den Wachhund. Ich mache ihm einen Drink oder was er sonst will. Nein, er wollte gerade gehen. Ja, ich wollte gerade gehen, das wollte ich. Und nun, Mrs. Goodland, befolgen Sie bitte genau die Anweisungen, die man Ihnen in diesem Brief gibt. Wir bleiben im Hintergrund, bis man Ihren Mann freigelassen hat. Ich meine, machen Sie sich keine Sorgen, wird schon alles gut. Inspektor? Ma'am? Ich habe wirklich Angst um Tony. Und ich werde alles tun, um ihn gesund wiederzusehen. Aber wir leben beide unser eigenes Leben und es ist mir völlig egal, was Sie vielleicht gerade denken. Guten Tag. Inspektor. Ich hoffe, ich habe Sie nicht erschreckt. Einer von Ihrem Personal, ich glaube, es war der Gärtner, sagte mir, ich dürfe ruhig hier warten und... Ich muss sagen, es war wirklich ein Vergnügen für mich. Ich habe in meinem Leben noch nie so viele schöne Blumen gesehen. Orchideen heißt das. Diese Sammlung ist eine der schönsten des Landes, wenn ich das so sagen darf. Meine Frau liebt afrikanische Veilchen, aber Mann, stellen Sie sich mal die Überraschung vor.
Das möchte ich sehen, was zu Hause los wäre, wenn ich hier sowas mitbringen würde. Bei diesem Exemplar handelt es sich um eine Nachtfalter-Orchidee. Sie würde etwa $1,200 kosten. Was, $1,200 für eine einzige Blume? Ist das die Möglichkeit? Das ist ja kaum zu glauben. Kann man leicht dran pleite gehen an so einem Hobby. Wollen Sie etwa behaupten, dass jeder von denen da $1,200 wert ist? Inspektor Columbo, es ist mir ein Vergnügen, über meine Orchideen zu sprechen. Aber ich fürchte, das wird wohl kaum der Grund für Ihren unerwarteten Besuch sein. Nein, Sir, ich wollte fragen, wie war's auf der Bank? Aha. Kann es sein, dass Sie sich hierfür interessieren? Ja, der Brief ist wirklich sehr wichtig. Ich brauche ein Beweisstück, wenn Sie erlauben. Irgendwo hatte ich doch ein Taschentuch. Ach ja. Das können Sie lassen, er beißt nicht. Ihr Experte hat schon bestätigt, dass alle Fingerabdrücke von Tony sind und auch die Bank ist von der Echtheit des Briefes überzeugt. Oh, es ist also sicher? Das ist es. Dann brauche ich ja damit gar nicht so vorsichtig zu sein. Was steht denn hier, Kathy? Haben mich gezwungen, dies zu schreiben. Fuhr auf einer Landstraße. Schossen auf mich. Wagen runtergestürzt. Keine Angst, bin nicht verletzt. Das muss eine Erleichterung für Sie gewesen sein, was? Oh ja, doch. Die Männer verlangen 300.000. Was ihr auch tut, keine Polizei. Ihr Experte hat Sie sicher schon über alles unterrichtet. Wahrscheinlich auch über den Text. Ja, natürlich, ja, ja. Auf seine Weise. Und genauso wissen Sie, dass wir jetzt über das Geld verfügen. Ja, dieser Treuhandfonds ist ein wahres... Allein der Umstand, dass Sie hier bei mir sind, gefährdet das Leben meines Neffen. Wahrscheinlich werde ich beobachtet. Das ist wahr, Sir. Absolut richtig. Ich werde lieber gehen. Und die ein oder zwei kleinen Sachen, die ich noch wollte, können warten bis... Ja. Tja, also ich denke gerade daran, welche große Bedeutung diese Blumen für Sie haben müssen, Sir. Sie sind nicht direkt zur Bank gegangen. Ich meine, Ihr Neffe ist entführt worden, aber Sie haben noch die Zeit und machen einen Umweg über eine Gärtnerei. Werde ich etwa doch beobachtet? Und zwar jetzt schon? Sie mischen sich also ein, obwohl Sie versprochen haben, es nicht zu tun. Ich werde mich bei Ihrem Vorgesetzten beschweren. Nein, nein, das können Sie sich sparen, Sir. Der hat mich ja damit beauftragt, und zwar mit allem Nachdruck. Ich soll mit Ihnen in Verbindung bleiben, aber bis Ihr Neffe frei ist, glauben Sie mir... Bleiben wir im Hintergrund. Wir bleiben im Hintergrund. Keine Angst. Übrigens, Inspektor, Sie sollten vielleicht wissen, dass meiner Meinung nach mein Neffe keinen Pfifferling wert ist. Er ist ein schwächlicher Pantoffelheld und ich habe ihn seit jeher verachtet. Und wenn er nicht zufällig mein einziger Verwandter wäre, dann würde ich den Knaben mit Freude seinem Schicksal überlassen. Na, was ist? Ja? Tony! Tony, wo bist du jetzt? Ja, Jarvis ist hier. Ja, wir haben das Geld. Ja, Tony, ich höre genau zu. Sagt Jarvis, er soll zur Tel Texas Tankstelle fahren. 5835 East Wilshire. Dort wird er angerufen, aber in der öffentlichen Telefonzelle. Hast du alles? Ja, ich hab verstanden. Tony, was ist mit dir? Geht es dir gut? Du klingst so... Sie haben ihn gezwungen, aufzulegen. 5835 East Wilshire. Ja, die Tankstelle kenne ich. Tja, wenn bloß schon alles vorüber wäre. Wie wär's, wenn ich mitkomme, Mr. Goodland? Sie? Sicher, ich könnte mich im Wagen verstecken. Mein lieber Junge, das Einzige, was ich jetzt nicht brauchen kann, ist ein Held. Also angenommen, ich überlebe die Sache, dann rufe ich an und lasse es euch wissen. Wo bist du so lange gewesen? Ich musste sicher gehen, dass die uns nicht verfolgen. War ganz schön haarig, das hätte auch schief gehen können. Ja. Und jetzt, geschätzter Neffe, geht ihr an die Phase 2. Ich habe es dir zu verdanken, Onkel Jarvis. Der unbezwingbare Fonds bezwungen und hier drin sind 300.000. Hier, sieh dir das an. Diese wunderschönen grünen Bündel. Wunderbar. Viel zu wunderbar, um deine Hälfte an diese Frau zu verschwenden. Diese Frau ist nun mal meine Frau und ich will sie behalten. Und wenn Geld dazu nötig ist, bitte, das kann sie haben. Welche Verschwendung? Nein, Tony, nein. Die Zeit ist gekommen, um dir nun die Phase 3 zu erklären.
Inspektor. Columbo. Oh, guten Morgen, Mr. Goodland. Ich habe gehofft, dass Sie schon auf sind. Ihr Gärtner meinte, ich würde Sie hier finden. Wissen Sie etwas über Tony? Nein, Sir, leider. Bisher haben wir keine neuen Informationen. Nichts. Gar nichts. Das klingt nicht sehr gut. Oh, er kann ebenso gut jede Minute auftauchen. Natürlich. Es besteht die Möglichkeit, dass er den Brief schreiben musste und telefonieren und sie ihn dann... Aber wer kann das schon wissen? Sie meinen, die hätten gewartet, bis das Lösegeld bezahlt worden ist, um... Das ist ein grässlicher Gedanke. Man kann das nie wissen, Sir. Aber denken wir lieber positiv. Ich versuche immer positiv. Ist das alles? Sind Sie hergekommen, um mir das zu erzählen? Nein, Sir. Nein, natürlich nicht. Sir, ich hoffe, dass Sie mir einen fachmännischen Rat geben können. Meine Frau hat, ich weiß nicht was, alles versucht, um dieses Ding aufzuziehen. Das ist ein afrikanisches Pfeilchen. Ich habe gehofft, Sie wüssten vielleicht, was man in so einer Situation tun könnte. Das ist das miserabelste Exemplar, das ich je gesehen habe. Der einzige Rat, den ich geben kann, schmeißen Sie das Ding auf den Müll. Ja. Ich habe schon befürchtet, dass Sie das sagen. Tja, was kann man da tun? Die ganze Zeit, die ich hier bin, wollte ich Ihnen schon ein, zwei Dinge sagen, die ich bisher nicht erwähnt habe. Das Autowrack Ihres Neffen zum Beispiel. Als wir es gefunden haben, war die Zündung aus und die Gangschaltung im Leerlauf. Leerlauf? In dem Brief stand, dass der Wagen abgestürzt ist. Wahrscheinlich wollten Sie Zeit gewinnen. Sie mussten das Auto beseitigen, um nicht vorzeitig entdeckt zu werden. Ja, ja. Ja, so wird es gewesen sein. Aber warum hat einer von denen und nicht Ihr Neffe das erste Mal angerufen? Wahrscheinlich, um Catherine auf den Brief vorzubereiten. Sie ist schwer von etwas zu überzeugen und besonders eigensinnig. Ich frag mich, wie die das wissen konnten. Merkwürdig. Und keine Schleuderspuren. Ich meine, das ist doch wirklich seltsam. Hey, sagen Sie, was ist denn das hier? Das sind Wurzeln von grün gestreiften Frauenschuh-Orchideen aus Brasilien. Ach nein, was Sie nicht sagen, wirklich? Keine Schleuderspuren? Hä? Die Autospuren. Ja, da waren auch noch Spuren von einer schweren Limousine auf der Straße. Aber so ein Jaguar, der kann doch abziehen. Eine schwere Limousine kommt da gar nicht mit. Sie haben doch geschossen, oder habe ich das falsch verstanden? Ja, in dem Brief stand... Tja, aber wissen Sie was? Die Geschossbahn der Kugel durch das Seitenfenster. Wissen Sie, die Kugel müsste ihn getroffen haben. Ich meine, wenn er den Wagen gefahren hat. Aber sie hat nicht. Man sieht nichts. Nichts. Kein Blut, gar nichts. Nur eine 32er Kugel in der Rückenlehne. Tony hat es immer schon geschafft, unangenehmen Dingen aus dem Weg zu gehen. Ach übrigens, Sir, Sie selber besitzen da auch eine Waffe, Mr. Goodland. Auch eine 32er, glaube ich. Ach ja, ja, die muss irgendwo im Haus sein. Ich habe sie seit Jahren nicht gesehen. Tony hat sie mir mal gegeben und nicht wieder mitgenommen. Inspektor, haben Sie Nachforschungen über mich angestellt? Oh nein, Sir, nein. Ich bin nur zufällig auf eine Aussage gestoßen, die Sie vor etwa einem Jahr bei der Polizei gemacht haben. Eben hatte ich sie dann noch. Wo ist sie denn? Ein Einbruch oder so ähnlich. In das Gewächshaus hier. Caldarium. Caldarium, natürlich. Korrigieren Sie mich. Diese Telefonrechnung sollte ich auch irgendwann... Oh, da habe ich Ihre Aussage. Da ist sie. Ja, also der Kerl brach ein und... was passierte? Haben Sie mit Blumentöpfen nach ihm geschmissen? Columbo, Sie sind einfach fabelhaft. Zu durchschauen, aber fabelhaft. Und Sie sind ganz zufällig auf diese Aussage gestoßen. Ach, wissen Sie, das kann ich schon völlig vergessen. Ich habe zwar auf den Mann geschossen, aber getroffen habe ich nur einen Haufen Erde. Ich glaube, ich war viel erschrockener als der Einbrecher. Ja, mit dem vielen Glas hier und bei den hohen Preisen war es ja nur gut, dass Sie tief gehalten haben. Glauben Sie. Also gut, ich gestehe. Jetzt muss ich mich umziehen und an die Arbeit. Gestehen was, Sir? Ich gestehe, dass ich irgendwo in meinem Haus eine unregistrierte Waffe habe. Darauf wollen Sie doch hinaus. Oh nein, Sir. Oh nein, ganz und gar nicht. Wissen Sie, wenn ich jeden in Los Angeles verhaften würde, der eine unregistrierte Waffe hat, glauben Sie mir, die Hälfte der Einwohner wäre im Gefängnis. Was wollen Sie denn hier, Columbo? Oh, das ist ja prachtvoll. Ich habe Sie was gefragt. Oh, tut mir leid, Sir. Zufällig liebe ich dieses Spiel. Ich habe als Junge Billard gespielt. Das ist ein wundervoller Tisch. Es tut mir leid, Sir. Ich wollte Sie nicht aufhalten. Wissen Sie, in meinem Haus habe ich einfach keinen Platz für so einen Tisch. Selbst wenn ich mir einen leisten könnte. Ich wollte Ihnen diese Fotos zeigen, Sir. Die sind mit einem lichtstarken Objektiv aufgenommen worden. Eine neue Kamera, ein ganz besonders empfindliches Instrument. Sehen Sie sich die genau an. Das war, als Sie neulich da oben waren. Im Blickpunkt sozusagen.
Von wo sind die Fotos gemacht worden? Ach, von weiter unten. Man sieht leider nicht allzu viel drauf. Aber es ist irgendwie merkwürdig. Sie haben noch nichts dagegen. Was ist daran merkwürdig? Es geht ja noch ganz gut. Merkwürdig ist nur der Platz, den Sie sich ausgesucht haben zur Übergabe. Ausgerechnet oben auf einem Hügel, wie den da. Beinahe sieht es so aus, als hätten Sie sich diesen Platz ausgesucht, um gut fotografiert werden zu können. Was denken Sie? Ich denke, dass das ungewöhnlich ist. Ja, ich auch. Dieser ganze Fall ist mir ein bisschen... Wissen Sie, was ich meine? Ich meine, da gibt es Reifenspuren, ein Einschussloch. Denn wissen Sie, in den meisten Fällen hat man überhaupt keine Spuren. Nein, der Stoß war gut. Und hier gibt es so viele Spuren, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Kommt mir fast so vor, als hätte sie jemand absichtlich hinterlassen. Sie sind der Detektiv. Ich kann Ihnen da leider nicht weiterhelfen. Na, das geht ja besser, als ich gedacht habe. Oh, da ist noch etwas, was ich Sie fragen wollte, Sir. Wissen Sie, worauf es hier ankommt? Auf das Handgelenk. Immer schön locker bleiben. Was ich Sie fragen wollte, war, was glauben Sie? Weshalb sollten Sie das Geld übergeben und nicht seine Frau? Wahrscheinlich, weil Sie wussten, dass Catherine, wenn sie so viel Geld im Wagen hätte, einfach weiterfahren würde. Aber woher konnten die das wissen? Ja, es ist für Sie, Columbo. Oh, ich habe gesagt, dass ich hier bin. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen, Sir. Hallo? Ja, Columbo. Ja, ich komme so schnell ich kann. Ich habe eine schlechte Nachricht für Sie, Sir. Was ist? Sie haben die Leiche Ihres Neffen gefunden. Er ist ermordet worden. Nach den vorläufigen Untersuchungsergebnissen des Polizeiarztes war es ein glatter Herzschuss, Sir. Die Waffe wurde aus sehr kurzer Entfernung abgeschossen, wie die Pulverspuren belegen. Die Leichenstarre hat bereits den gesamten Körper erfasst, woraus folgt, wie Sie ja sicher wissen, dass der Tod vor 10-12 Stunden eingetreten ist. Das Kaliber der Kugel ist noch nicht ermittelt. Wir bekommen sie nach der Autopsie. Bringen Sie die Leiche weg. Das ist Ihnen doch recht, Sir. Also weg damit. Und ein bisschen Beeilung, bitte. Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie fertig sind. Ich will mitfahren. Sie müssen dann nicht erst auf den Autopsiebericht warten, Sir. Inspektor, wie Ihnen sicher aufgefallen ist, wurde hier verschiedenes Geschirr benutzt. Und wir haben diverse Zigarettenstummel gefunden. Außer dem Opfer waren also noch zwei Personen hier. Das ist offensichtlich. Ja, ziemlich offensichtlich. Ich habe gehört, Sie waren eine Zeit lang Mr. Goodlands Vorzimmerdame. Wer hat Ihnen das gesagt? Seine Frau hat das irgendwann erwähnt. Daher hat oh, die, ich kann mir schon denken, warum Sie... Nein, streichen Sie das bitte. Ja, natürlich. Keine Sorge deswegen. Das ist ein nettes Foto von Toni, finden Sie nicht auch? Ach, ich weiß, was Sie jetzt denken. Wir sind beim geheimnisvollen Liebesleben des Ermordeten, hm? Naja, wir suchen eben alle Leute auf, die ihn gekannt haben. Egal wie gut und soweit ich weiß, haben sie beide sich schon seit Jahren gekannt. Oh, das ist Ihnen alles klar, Inspektor. Sollten Sie gehört haben, dass wir eine Affäre miteinander hatten? Das ist nicht wahr. Es hat keine gegeben. Aber er ist zu Ihnen gekommen. Miss West, ich bin nicht hier, um Sie zu kränken. Und ich glaube Ihnen alles, was Sie mir sagen. Ich hoffe nur, Sie können mir helfen. Und ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mit mir zusammenarbeiten würden. Also, warum ist er nachts hierher gekommen? Seine Frau trieb sich herum. Und deswegen war er so oft hier. Er hat sie auch gesagt. Er hat wohl gedacht, sie wäre dann eifersüchtig. Und er wollte ihr zeigen, dass es ihm absolut gleichgültig ist, wenn sie sich herumtreibt. Gleichgültig. Es war ihm nicht gleichgültig. Er saß hier und auf dem Platz, auf dem Sie sitzen, und redete. Redete er auch viel über Geld? Ich meine, erst vor kurzem. Möglicherweise. Er hat so eine Art Zuschuss von einem Treuhandfonds bekommen. Aber der hat wohl nie ausgereicht. Davon hat er also gesprochen. Von diesem Treuhandfonds. Woher soll ich das jetzt noch wissen? Toni hat oft getrunken. Genauso wie in der Nacht. Nein. Nein. Was war denn in der Nacht? Ich habe Nein gesagt. Toni ist tot. Ihre Fragen machen ihn auch nicht wieder lebendig. Miss West, glauben Sie mir. Es ist sicher einfacher, meine Fragen hier zu beantworten, als dies irgendwann vor Gericht tun zu müssen. Vor Gericht? Oh, bitte seien Sie unbesorgt. Ich wollte Ihnen auf keinen Fall Angst machen. Und ich glaube Ihnen jedes Wort, das Sie gesagt haben, alles. Sie sind sicher ein sehr anständiger Mensch. Danke. Was war in der bewussten Nacht? Anscheinend war da irgend so ein Mann, in den Tonis Frau sich ernsthaft verliebt hatte. Ich habe keine Ahnung, wie er hieß.
Tony sagte, der verdient sein Geld, während er in der Sonne sitzt. Was immer das auch heißen soll. Und dann, ungefähr vor 3 Tagen, ist Tony hergekommen und sagte, es würde alles wieder gut werden. Weil... Weil was? Weil jetzt dieser Mann damit einverstanden wäre, zu verschwinden und Tonys Frau nie wiederzusehen, wenn... Also wenn... Unter der Bedingung, dass Tony ihm $50,000 gibt. Wo wollte er diese $50,000 herkriegen? Hat er Ihnen das gesagt? Keine Ahnung. Ich habe Kaffee in ihn reingeschüttet, weil er betrunken war. Sir, das ist ganz ehrlich alles. Mehr weiß ich nicht. Gloria, können Sie sich vorstellen, dass Tony ein Mann war, der seine eigene Entführung vorgetäuscht hat? Was vorgetäuscht hat? Seine eigene Entführung, um an den Fonds ranzukommen, Geld ranzuschaffen. Derjenige, der ihm möglicherweise dabei geholfen hat, könnte vielleicht ein Mörder sein. Naja, Tony war vielleicht keine ausgeglichene Persönlichkeit. Dazu gehört ja auch einiges. Sehen Sie mich an, ich ernähre mich ausschließlich von Kohlehydraten. Bitte, Sir, lassen Sie mich jetzt allein. Und fragen Sie mich nicht mehr über Tony aus. Ich habe bisher noch nie einen Mann getroffen, der nichts von mir gewollt hat, außer reden. Ich verstehe. Und ich danke Ihnen vielmals. Inspektor, sagen Sie mir doch einfach, was Sie damit andeuten wollen. Och, nichts, Ma'am. Ich hatte nur gewisse Schwierigkeiten, Sie zu erreichen. Sind Sie vielleicht viel unterwegs zurzeit? Ihnen gefällt mein Lebensstil nicht, stimmt's? Nun, ich hab's Ihnen schon mal gesagt. Was Sie von mir halten, ist mir egal. Zeit zum Ablegen. Schon wieder Polizei? Der Inspektor hat die Abteilung gewechselt. Neuerdings bewacht er die Moral. Er beschwert sich über meinen Lebenswandel. Nein, Ma'am, das habe ich nicht getan. Es ist alles ganz einfach, Inspektor. Das Boot gehört zwar Catherine, aber es war meine Idee, hierher zu kommen. Sie sollte mal aus dem Haus. Das bringt Sie auf andere Gedanken. Oh ja, da bin ich vollkommen sicher. Eine gute Idee. Ist ja auch ein fantastischer Tag zum Segeln, wenn man Boote mag. Ich hätte trotzdem noch eine Frage, wenn Sie gestatten. Wegen der Mordnacht. Fragen Sie, Inspektor. Ja, Sir. Wie ist Ihr Vorname? Ken. Also, Ken. Wir haben einen sehr ambitionierten jungen Sergeant. Sein Name ist Freddy Wilson. Und er hat mir berichtet, dass Mrs. Goodlands Auto zu der fraglichen Zeit, als ihr Mann ermordet wurde, nicht wie üblich vor ihrem Haus geparkt war. Also deswegen sind Sie hier. Sie halten mich für den Mörder. Nein. Es ist nur so, dass... Es gibt da ein paar Dinge, um die ich mich kümmern muss. Und diese Sache hätte ich doch noch gern vorher erledigt. Ich war unterwegs, zusammen mit Ken. Wir haben eine schöne, lange Spazierfahrt gemacht. Und Sie können sich dabei denken, was Sie wollen. Sie werden nie begreifen, welche Sorgen ich mir um Tony gemacht habe, bloß weil ich nicht jede Minute des Tages am Telefon verbracht habe. Doch, Ma'am, doch. Ich meine, ich kann es mir vorstellen. Wissen Sie was, Mrs. Goodland? Sie sind eine sehr ungewöhnliche Person. Sie sagen, was Sie denken. Ich werde Sie nicht weiter mit diesen Fragen belästigen. Okay, Jerry, es kann losgehen. Oh, da wäre noch eine Kleinigkeit. Eine ziemlich dumme Geschichte. Hat wahrscheinlich gar nichts weiter zu bedeuten. Es ist so, dass man versucht, mir weiszumachen, Sie hätten einen Geliebten, Mrs. Goodland. Und nicht nur das. Diese Person, Gloria West hieß die junge Dame, glaube ich. Ja, so hieß sie. Ist ja auch egal. Sie jedenfalls behauptet, dass dieser mysteriöse Liebhaber, irgend so ein braungebrannter Liebemann, dass er, naja, versprochen hat, aus ihrem Leben zu verschwinden, wenn ihr Mann ihm dafür $50,000 gibt. Aber das war sicher nur sein dummes Gerede. Vielleicht hätte ich es gar nicht erwähnen sollen. Wie auch immer. Tja, man weiß es nicht. Mr. Goodland! Ah, Miss West. Tut mir leid, dass ich Sie nicht früher treffen konnte. Sie sagten, Sie wollten mich allein sprechen. Ja, Sir. Ich... es ist so gespenstisch hier, nicht? Mögen Sie keine Orchideen? Doch, natürlich, aber am liebsten stecke ich sie mir an. Ach, tatsächlich. Sie haben am Telefon erwähnt, dass Sie Tony vor ein paar Tagen gesehen hätten. Ja, Sir. Und weil Sie doch sein einziger Verwandter sind und immer so höflich zu mir waren, wenn wir uns getroffen haben. Jedenfalls ist heute Nachmittag ein Detektiv bei mir gewesen. Einer mit zerknautschtem Regenmantel und zerknautschtem Gesicht? Ja, den meine ich, ein Inspektor. Selbstverständlich habe ich ihm nicht alles erzählt. Über Tony und mich, meine ich. Und manches davon ist mir auch erst viel später eingefallen. Manches wovon, Miss West? Wissen Sie, dieser Inspektor jedenfalls, das weiß ich, ist der Meinung, dass Tonys Entführung möglicherweise gar keine richtige Entführung war.
Ich habe nicht verstanden. Ganz einfach, dass Tony sich selbst entführt hat und dass er dadurch an das Geld aus dem Fonds rankommt. Und Tatsache ist, dass Tony mir gesagt hat, er würde vielleicht bald schon in der Lage sein, mir ein neues Auto zu kaufen. Er war sicher wieder betrunken, als er Ihnen das versprochen hat. Also, ich weiß nicht genau. Er klang eigentlich ganz nüchtern. Erzählen Sie mir mehr über Columbos kleine Theorie. Ich nehme an, dann hat sich mein Neffe auch selbst umgebracht. Oh nein, das war mit Sicherheit derjenige, der Tony geholfen hat. Und diese Person hat nun auch noch das ganze Lösegeld für sich allein. Das klingt mir alles ziemlich absurd. Sagen Sie, warum kommen Sie eigentlich zu mir mit diesem Unsinn? Aber vielleicht ist es überhaupt kein Unsinn, weil mir ganz plötzlich eingefallen ist. Wissen Sie, es ist schon ziemlich lange her, wahrscheinlich über ein Jahr, da sagte Tony zu mir, sehen Sie, im Radio habe ich gehört, dass Tony erschossen worden ist mit einer Waffe, die das Kaliber 32 hatte. Ja, und? Also, es ist schon ziemlich lange her, da hat Tony mir erzählt, dass er eine 32er hatte, die er dann verschenkt hätte. Und jetzt fällt mir ein, dass er mir auch gesagt hat, an wen? Ja, an wen hat er sie wohl verschenkt, Miss West? An seine Frau. Das passt irgendwie zusammen, verstehen Sie? Vielleicht haben Tony und seine Frau die Entführung vorgetäuscht. Ich wette, sie hat der Polizei vorgelogen, dass sie diesen mysteriösen Anruf bekommen hat. Und als das Lösegeld bezahlt wurde, hat sie ihren Liebhaber eingeweiht und legte ihn um. Tony meine ich, nicht den Liebhaber. Dann haben sie das Geld unter sich aufgeteilt, alles andere kriegt sie auch noch und niemand merkt etwas. Außer mir. Jetzt sind wir zwei. Aber warum sagen Sie es mir und nicht dem Inspektor? Ich weiß nicht, ich fühle mich nicht wohl in der Gesellschaft von Polizeibeamten. Und Sie sind doch derjenige, der Tonys Fonds verwaltet. Zusammen mit der Bank, ja. Im Radio habe ich gehört, es gäbe eine Belohnung für denjenigen, der das Lösegeld wieder beschafft. $30.000 haben Sie gesagt und darauf habe ich Anspruch. Durch meine Hilfe kommt diese Frau ins Gefängnis. Also habe ich die $30.000 verdient, nicht wahr? Sie werden sie sicher auch bekommen. Ich teile Ihre Meinung über die Polizei, besonders was den Inspektor angeht. Warum lassen Sie mich die Sache nicht in die Hand nehmen? Oh, aber werden Sie mich auch bestimmt nicht vergessen. Ich meine, Miss West, ich werde Sie niemals vergessen. Gehen Sie ruhig und ich führe ein paar Telefongespräche. Und wenn die Zeit gekommen ist, Ihre Vermutungen der Polizei mitzuteilen, rufe ich Sie an. Vielen Dank. Mr. Goodland, Sir, ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte, gleich nachdem ich Ihre Nachricht erhalten habe. Danke, Sergeant, danke. Die Sirene Ihres Wagens war nicht zu überhören. Zunächst möchte ich Sie darum bitten, diese Pistole Ihren Ballistikern zu übergeben. Ich habe heute Abend hier überall herumgestöbert und zum Schluss fand ich sie dann im Wandsafe meines Schlafzimmers. Ich verstehe nicht ganz. Ich werde es Ihnen erklären. Als ich Inspektor Columbo gesagt habe, dass ich eine 32er hätte, die ich aber seit Monaten nicht mehr gesehen habe, da machte er die versteckte Andeutung, mit dieser Waffe sei möglicherweise mein Neffe getötet worden. Diese Folgerung nehme ich übel, Sergeant. Wissen Sie, Sir, die Methoden der einzelnen Beamten sind natürlich sehr verschieden. Und ich muss sagen, die Art, wie der Inspektor einen Fall angeht, unterscheidet sich doch sehr von meiner Methode. Das spricht aber sehr für Sie, Sergeant Wilson. Oh, ich danke Ihnen vielmals. Ich habe Informationen, nach denen der Tod meines Neffen in völlig neuem Licht zu sehen ist. Diese Dinge sind so unglaublich, dass ich sie kaum fassen kann. Aber lassen Sie uns im Haus darüber reden. Ich halte es einfach für meine Pflicht, Ihnen diese Informationen zugänglich zu machen. So wie ich es sehe. Wie wollen Sie Ihr Chili-Inspektor? Mit oder ohne Bohnen? Hatte ich es gestern mit Bohnen? Aha. Dann heute mal ohne Bohnen. Gut. Zur Abwechslung. Richtig. Inspektor, was machen Sie hier? Ich habe gerade Chili bestellt. Würden Sie uns bitte entschuldigen. Sir, haben Sie meinen Bericht über die Aussage von Mr. Goodland bekommen? Ja. Und er war wirklich interessant. Wirklich sehr interessant. Die wiedergefundene Pistole. Schon untersucht von den Ballistikern? Sicher, selbstverständlich. Sir, dieser Fall ist jetzt ganz klar für uns. Ich habe einen Hausdurchsuchungsbefehl und zwei Streifen. Wir können gleich fahren. Wenn wir Catherine Goodlands Haus auf den Kopf stellen, dann garantiere ich Ihnen, dass wir die Mordwaffe finden. Wir finden sie. Sind Sie da ganz sicher? Ziemlich, es sei denn, sie hat sie weggeworfen. Wissen Sie was? Sie gehen jetzt los. Sie fahren ohne mich dahin. Wenn Sie was finden, rufen Sie mich an. Sir, wenn Sie nichts dagegen haben, dass ich den Fall für eine Zeit übernehme. Nein, gar nicht. Vielen Dank, Sir. Dann viel Glück. Ja, Sir. Charlie, wir fahren. Wer ist denn das? Wilson. Oh. Das ist ein feiner Kerl. Der hat mir bei diesem Fall sehr geholfen. Oh.
Inspektor, würden Sie mir sagen, was Sie hier tun? Es ist wirklich sehr ernst, Sir. In dem Fall hat sich was Neues ergeben. Ja, das weiß ich. Man hat eben die Mordwaffe in Catherines Haus gefunden. Ich war dabei. Es sieht offenbar nicht gut für Sie aus. Ja, so ist es, Sir. Deswegen warte ich hier auf den Laborbericht. Ich hoffe, dass wir gleich ein paar Dinge klarer sehen. Es ist 3 Uhr morgens. Würden Sie mir jetzt bitte sagen, was Sie wollen? Ich bin über diesen Blumentopf gestolpert und habe die ganze Erde verstreut. Es tut mir leid, Sir, aber ich sorge dafür, dass das in Ordnung gebracht wird. Ach, vergessen Sie das. Sagen Sie mir jetzt endlich, was Sie wollen. Um ganz ehrlich zu sein, Sir, ich hatte Sie nicht so früh zurückerwartet. Oh. Das darf ich auf keinen Fall vergessen. Sie haben wirklich eine glückliche Hand, Sir. Ich habe was? Dieses afrikanische Veilchen von meiner Frau. Sehen Sie mal, es fängt schon an zu blühen. Ich weiß zwar nicht genau, was Sie damit gemacht haben, aber was immer es auch war, es ist ein Wunder. Inspektor, der Abend war sehr anstrengend, auch wenn Sie das nicht verstehen. Nehmen Sie Ihr afrikanisches Veilchen und gehen Sie endlich! Moment mal. Ich höre etwas. Wahrscheinlich der Mann, auf den ich warte. Grover! Grover, sind Sie's? Inspektor, ich verstehe das einfach nicht. Wir waren schon halb in der Stadt mit Mrs. Goodland, als Sie uns zurückbeordert haben. Tut mir leid, Sergeant, dass ich Sie so rumgehetzt habe. Mrs. Goodland, wie geht es Ihnen? Sie müssen doch müde sein. Wollen Sie sich nicht setzen? Nein, ich möchte stehen. Vielen Dank. Oh. Lassen Sie mich einen Stuhl holen, dann haben Sie es etwas bequemer. Ich weiß, Sie waren die ganze Nacht auf. Hören Sie, ich glaube, zum Ausruhen habe ich im Gefängnis noch genug Zeit, oder nicht? Sergeant, haben Sie diese Dame verhaftet? Wissen Sie, Sir, ich habe meinen Bericht an Captain Ritchie schon durchgegeben und der war damit einverstanden. Sie wird angeklagt. Und nein, zwar sobald wir... Sergeant, nein. Mrs. Goodland. Verdammt, Columbo! Was hat das zu bedeuten? Verzeihung, Sir, ich warte noch auf ein paar Dinge aus unserem Labor und wenn Sie mich vielleicht noch einen Moment ertragen könnten. Was denn für Dinge, Sir? Inspektor! Inspektor Columbo! Ah. Na, danke. Bitte, danke, Inspektor. Ihnen viel. Entschuldigen Sie bitte einen Moment. Ja. Ich habe hier ein paar Kugeln bekommen. Die stammt aus dem abgestürzten Wagen, hat 32er Kaliber. Die Ballistiker haben bestätigt, dass sie aus der Mordwaffe abgefeuert wurde. Diese ist aus dem Körper des Opfers, auch 32er Kaliber. Die Ballistiker konnten nachweisen, dass sie aus derselben Waffe abgefeuert wurde wie die erste. Wir kennen diese Informationen. Sagen Sie es ihm, junger Mann. Es stimmt. Beide stammen aus der Waffe, die im Haus von Mrs. Goodland gefunden wurde. Und Sergeant Grover hat es nachprüfen lassen. Es ist die Mordwaffe. Richtig. Das ist völlig richtig. Sergeant, Sie brauchen sich nichts vorzuwerfen. Ich meine, ohne Sie wäre mir das nie aufgefallen. Sehen Sie das? Was ist das? Kugel Nummer 3. Auch 32er Kaliber. Und die Ballistiker haben es bestätigt? Auch diese Kugel wurde abgefeuert aus derselben Waffe wie die ersten beiden Kugeln. Mr. Goodland, ich weiß nicht recht, welche Erklärung Sie dafür haben. Aber wieso hätte ich Anlass zu... Genau deshalb. Das ist es ja, Sir. Das war es nämlich, was ich vorhin hier wollte. Ich fand diese dritte Kugel mitten in einem Haufen Blumenerde. Eine von den Kugeln, die Sie damals auf den Einbrecher abgefeuert haben. Sie haben gesagt, Sie hätten nur in die Erde getroffen. Ich weiß nicht, wie Sie mir erklären wollen, Sir, wie dieselbe Pistole, mit der Sie in die Erde geschossen haben, heute Nacht plötzlich in Mrs. Goodlands Schuhschrank kam. Sergeant, würden Sie Mr. Goodland bitte in die Stadt bringen? Mr. Jarvis Goodland, es ist meine Pflicht, Sie darüber aufzuklären, dass alles, was Sie jetzt sagen... Hier bitte, Sir. Mrs. Goodland, würden Sie mir erlauben, Sie nach Hause zu fahren? Ich danke Ihnen, Inspektor.